warten wieder, bis alle da sind und die Technik soweit ist. Vielleicht kannst du schon mal schauen, ob du nicht entweder einen Gurt hast oder ein Handtuch oder einen Bademantelgürtel oder irgendwas, wo du irgendwas zu dir herziehen kannst. Also ganz egal, es muss jetzt nicht der klassische Yoga-Gurt sein. Irgendetwas, wo du sagst, du kannst vielleicht ein Bein fixieren, dann passt es auch heute. Und dann heiße ich dich willkommen zu einer Yoga-Einheit für die Hüften. Mit Hüften meine ich Hüftgelenke und der hüftumfassenden Muskulatur. Der Gurt oder irgendein Gürtel oder ein Handtuch liegt irgendwo an der Seite, den brauchen wir dann. Aber für den Anfang mach es dir bereit in einem bequemen Sitz. Kann anders sein wie meiner, kann einfach auch auf dem Stuhl sein. Wichtig ist für dich, dass du dein Becken ganz leicht nach vorne kippst, den Brustkorb anhebst und beide Schultern nach unten sinken lässt. Und wenn das alles passt, dann nimm dir jetzt einen Moment Auszeit von alles, was außen stattfindet und tauch ein nach innen. Schließ vielleicht sogar gerne die Augen und nimm einen eher seufzenden Atemzug. Und du darfst gerne noch ein, zwei Atemzüge machen, die dich so ein bisschen erleichtern, dich ankommen lassen. Und dann tauche ein in die innere Welt. Vielleicht magst du erstmal spüren die rechte und die linke Körperseite. Du spürst vielleicht kleine Ungleichheiten, die du ausgleichen kannst. Und dann beginne in einem sehr zarten Ujjayi-Atem, also ein leises und leichtes Ein- und Ausatmen über die Nase. Halswirbelsäule wird langgezogen in der Einatmung und deine Schultern und Schulterblätter dürfen nach unten sinken bei der Ausatmung. Und denk daran, du darfst so sein, wie du bist. Du darfst dich spüren, du kannst dich wahrnehmen. Und versuche auch alles an dir einfach nur anzuerkennen, ohne permanente Bewertungen abzugeben. Gerade im Thema Hüfte, Hüftgelenke, haben wir so viel individuelles Knochenstrukturen, das ist mit Sicherheit fast bei jedem von uns sehr, sehr unterschiedlich. Und dann spüre einfach mal das Gebiet rund um deine Hüften. Vielleicht merkst du die ein oder andere Verspannung oder auch Anspannung, vielleicht von zu viel Sitzen, vielleicht aber auch durch aktive Sportarten. Und versuch doch einfach mal ein, zwei Atemzüge in diesen Bereich hinein zu atmen. Und deine nächste Einatmung nimmt die Hände nach oben ans Herz, die Handflächen schließen sich in Namaste
Und deine Stirn geht nach unten. Und dann setze einfach eine Intention für diese Stunde. Vielleicht kann es in diese Richtung sein. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich ändere, was ich ändern mag und kann und akzeptiere, was so geschaffen ist. Und dann kannst du die Hände lösen und du darfst auch gerne einen anderen Sitz einnehmen. Ich werde das tun. Ich nehme meinen Block, du kannst dein Kissen nehmen, bring meine Beine hier nach vorne und vielleicht als Idee, wenn deine Hüften schwierig sind, warum auch immer, stell die Füße auf. Das geht wahrscheinlich deutlich leichter. Für mich ist das hier eher das Bequeme. Und dann lege ich die Hände hier an und versuche jetzt hier im Bauchbereich zu kreisen. Ich kippe mein Becken nach hinten, nach außen, nach vorne, nach außen, nach hinten. Vielleicht in dem Gefühl, als ob du so einen ganz langsamen, sehr leichten Hula-Hoop-Reifen hast. Atme. Denk daran, du kannst deine Sitzposition wirklich immer verändern. Atme, lass die Schultern in die Tiefe gehen und wechsel irgendwann die Richtung. Fühl schon mal, wie ist es überhaupt in den Hüftgelenken? Fühlst du dich hier frei in der Bewegung oder ist was fest oder angespannt? Und mit der Einatmung richte dich auf, strecke oder verlängere die Vorderseite. Und beim Ausatmen streckst du deinen Rücken nach hinten, rundest ihn, Einatmen wieder hoch, Ausatmen wieder tief. Und dann richte dich auf, nimm die rechte Hand zum Boden, zieh dich mit der linken Hand drüber, atme ein, komm auf die andere Seite, mach das gerne in deiner Geschwindigkeit, wobei vielleicht eher das Wort Langsamkeit wichtig wäre. Zieh dich in die Seite, bleib aber mit deinem Sitzbeinknochen auf deiner Unterlage sitzen. Lass uns noch jede Seite einmal aufdehnen und strecken. Und dann richte dich auf, kreise deine Schultern, nimm nochmal so einen ganz herzhaften Atemzug. Und dann kannst du dich gerne auf beide Knie und auf beide Hände aufstützen. Wir beginnen, indem wir die Hände nach vorne nehmen, die Knie öffnen und das Gesäß zurücknehmen, soweit es von den Knien und von den Füßen ertragbar ist. Legen die Stirn zum Boden und ich versuche immer noch kleine Bewegungen zu machen. Das heißt, mein Becken schaukelt leicht nach rechts, schaukelt nach links. Auch meine Schultern bewegen sich mit nach rechts, bewegen sich nach links. Und dann fange ich an, bewusst die Bauchdecke nach innen einzuziehen. Ich atme ein. Komme nach vorne, bring die Füße parallel in die Breite und verlängere mich. Komm wieder zurück und überkreuze die Knöchel. Komme wieder nach vorne, atme ein, nimm die Knie auf, wechsle die Unterschenkel und komme wieder zurück. Noch einmal aufrollen, Hüfte lang machen an der Vorderseite, kreuzen. Und wieder einatmen und die andere Version mit dem Kreuzen. Dann roll nach vorne, leg dich auf den Bauch, streck das rechte und das linke Bein in die Länge, komm auf die Unterarme, roll vielleicht 2, 3, 4 Mal die Schultern zurück
Und dann stell dir vor, dein Bauchnabel will sich in die Matte einsaugen und der Brustkorb will nach oben. Die Schultern ziehen nach hinten. Und jetzt will erst nochmal dein rechtes Bein länger werden und das linke Bein länger. Atme. Und jetzt fang an, einmal die linke Hüfte in den Boden zu drücken, einmal die rechte. Das ist eine sehr kleine Schaukelbewegung, sehr fein. Atme. Sollte dein Rücken sich hier unangenehm anfühlen, das kann sein, dann nimm einfach die Arme deutlich nach vorne. Ja, probier aus. Und drück einmal die rechte Leiste, einmal die linke Leiste in den Boden. Und dann lass dich absinken, nimm die Unterschenkel hoch und schaufel ganz bequem von rechts nach links. Vielleicht gerne ein bisschen enger werden in den Knien. Und die Füße verlängern. Einmal die Knie strecken, die Arme nach hinten bringen. Streck dich. Lass den Kopf gerne mal hin und her rollen. Atme aus. Bring deine linke Hand unter die Stirn. Und vielleicht kannst du mit der rechten Hand den rechten Fuß nehmen. Ansonsten hättest du ja den Gurt oder was auch immer. Und ich hätte gern, dass du erst einmal den Fuß nach hinten ziehst. Das heißt, der Fuß drückt in die rechte Hand und die rechte Leiste drückt in den Boden. Und wenn du magst, hebst du dich vorne hoch, drückst die rechte Leiste in den Boden und atmest. Du kannst ein wenig das Steißbein hinten rausschieben, das heißt, du wirst hier lang werden. Und wenn du willst, kannst du die Ferse zum Gesäß ziehen, atmen. Und dann löse in Ruhe dein rechtes Bein. Komm nochmal nach unten, schaukel aus. Schnapp dir mit der linken Hand den linken Fuß. Vielleicht mit Gurt, mit Handtuch oder was auch immer. Manchmal kann man auch die Hose greifen. Und jetzt bleibst du und ziehst den Fuß nach hinten. Drückst gleichzeitig die linke Leiste in den Boden. Und vielleicht ist es dir möglich, wieder den Oberkörper anzuheben, zu atmen. Die Schultern zurücknehmen. Ein klein wenig spannen, Mudra Bandha und Dhyana Bandha. Wenn du magst, zieh die Ferse ans Gesäß, atme weiter. Und dann lass den Fuß wieder los. Leg die Hände unter die Stirn und schaukel ein wenig. Gönn dir zwei, drei kraftvolle Atemzüge. Und dann bring deine Hände neben die Schultern. Komm in eine kleine Cobra hoch und zwar eine, die sich langsam aufrichtet. Kraft holt im Rücken. Die Zehen am Boden bleiben. Langsam die Arme eingreifen. Ellenbogen enger anziehen. Und dann komm nach unten und schieb dich zurück in dein individuelles Balasana, das Kind. In dem nächsten Einatmen rollst du dich vor, atmest, kommst in Knie-Brust-Kinn-Position, schiebst dich nach vorne, kommst hoch in die Kobra, kommst wieder nach unten, und schiebst dich zurück in das Kind. Rollst von hier aus hoch in den Kniestand. Hebst die Arme nach oben. Und ziehst dein Becken nach vorne. Und jetzt versuche ich hier Kraft in den Bauch zu holen. Nach oben ziehen. Und das Steißbein nach unten zu nehmen. Nimm die Arme einmal hoch. Ausatmen tief. Und jetzt hol dein rechtes Bein nach vorne und zieh dich hier nach oben. Atme ein, öffne, weite die Arme, komm wieder nach vorne.
Schieb deine linke Hüfte nach vorne, streck dich in die Länge. Wiederhol nochmal. Lass die Schultern weich bleiben, streck deine vordere Seite. Ganz lang und hochkommen. Lass dich nicht zusammenfallen im Bauch und im Rückenbereich. Und dann komm nach oben und nimm das rechte Bein etwas weiter nach außen. Und jetzt bewege einfach mal ein wenig hier die Hüfte. Kann auch so ein sanfter, kreisförmige Bewegung sein. Oberkörper mitdrehen. Und dann schieb dich zurück. Nimm die Arme nach oben. Und bring den rechten Fuß wieder nach hinten. Atme aus. Nimm die Hände nach vorne. Einatmen, roll vor. Brust, Kehl nach vorne ablegen. Komm hoch in die Cobra. Kraft im Rücken. Steißbein reinziehen. Ausatmen, tief. Atme ein, schieb dich zurück ins Kind. Atme aus, roll hoch. Nimm die Arme nach oben. Und dann bring dein linkes Bein nach vorne, zieh dich vor, streck dich in die Länge, zieh die Arme nach hinten, schieb dein rechtes Becken nach vorne, atme ein, denk an deinen Nacken, streck dich wirklich in der Wirbelsäule, aber entspanne den Hals, das Kinn, zieh ein wenig den Beckenboden an. Mula Bandha, hol dir Kraft. Und dann nimm die Hände nach unten, öffne den linken Fuß ein wenig und spiel dich hier in der Beckenbewegung. Gerne so ein bisschen quasi rumrühren in deinem Hüftgelenk, wie so in einer Schüssel, wo du das Gefühl hast, du musst alles aus deiner Schüssel rauskratzen. In dem Sinne ist die Schüssel so ein bisschen das Becken oder die Pfanne. Und dann nimm die Arme hoch und den linken Fuß zurück. Komm in die Tiefe. Roll dich nach vorne. Leg dich wieder in Knie, Brust, Kinn. Atme ein, komm hoch. Lass Gesäß locker. Atme aus, komm tief. Und dann schieb dich wieder zurück in das Kind. Deine Hände greifen in die Matte und du kommst in den ersten herabschauenden Hund, der erstmal die Bewegung spürt, die Ferse. Lass einfach mal die Rückseite in den Beinen lang werden, einmal auf der rechten, einmal auf der linken Seite. Und dann komm nach vorne, leg die Knie ab, die Zehen ab und zieh dich nach oben, roll die Schultern zurück und lass das Becken in die Tiefe sinken. Auch hier einmal das rechte, einmal das linke Becken ein bisschen tiefer nehmen, kannst ein bisschen umschauen. Atmen. Und dann zieh dich wieder langsam nach oben. Komm wieder in das Kind. Vielleicht kannst du die Hände einmal kurz entspannen. Und roll noch einmal hoch. Komm nach vorne. Leg dich ab. Lass die Füße ganz lang. Nimm die Hände unter die Stirn, schaukel erstmal ein wenig. Und dann nimm die Hände nach vorne, etwas breit, aber die Schultern zurückziehen. Ich zeige es dir nochmal. Das ist vorne, alles verspannt sich und so bleibe ich hinten. Und jetzt aktiviere ich meinen Beckenboden. Das heißt, ich drücke so ein bisschen das Schambein in den Boden.
Strecke mich raus und strecke jetzt im Wechsel ein Bein. Und zwar eher in die Länge als in die Höhe. Ich atme ein. Schließ deine Augen und stell dir mal bildlich vor, wie dein rechtes oder linkes Hüftgelenk sich lang zieht, über die Kniegelenke, über die Sprunggelenke bis zu den Zehen. Atme. Bleib dabei Mudra Bandha aktiviert, also Steißbein ein wenig hinten reinziehen, Schambeinknochen in den Boden bringen, Bauchdecke etwas einziehen und lösen. Hände an die Schultern, schieb dich hoch und komm wieder zurück nach hinten. Die Hände greifen, du atmest noch einmal vollkommen ein, vollkommen aus und du schiebst dich in den herabschauenden Hund nach oben. Und dann kannst du anfangen, Kopf, Nacken zu lösen und dann marschier mit deinen Füßen nach vorn. Lass dich einfach hängen, beug die Knie für einen Moment, lass den Kopf locker. Einatmen, nimm die Hände an die Schienbeine oder an die Füße, verlängere dich im Rücken. Ausatmen, roll wieder ab, beug die Knie stärker. Einatmen, Hände an die Schienbeine, der Rücken wird wieder kraftvoll. Ausatmen, wenn du magst, streck die Knie. Und bleib hier, verlagere ein bisschen das Gewicht auf die Zehen. Beuge nochmal die Knie ein bisschen und jetzt stell dir vor, dein Steißbein zieht nach oben, wie so eine kleine Deckenfluterlampe. Also Steißbein nach oben, Knie leicht gebeugt, Kopfnacken locker. Und dann kannst du nochmal sanft die Knie strecken. Einatmen, Hände an die Schienbein. Ausatmen, beug die Knie, bring die Arme über die Seite nach. Mach dich ganz, ganz lang und dann bring die Hände hier ans Herz. Hol jetzt ein Bein nach hinten, so dass du quer auf deiner Matte Platz nehmen kannst und du drehst beide Füße etwas nach außen. Probier erstmal die Breite aus und dann bewege hier schon mal das Becken. Vielleicht merkst du auch, dass eine Seite ein bisschen weicher ist, geschmeidiger ist. Das heißt, ich schiebe mein Becken eine Seite hoch, eine runter. Und dann beugst du dein rechtes Knie, stützt den Ellenbogen ab und gehst noch ein bisschen tiefer. Für die, die jetzt sehr, sehr beweglich sind, die dürfen gerne eine Hand nach unten nehmen und vielleicht auch das eine Bein noch ein bisschen rausziehen. Und jetzt geht es wirklich darum, das Gesäß langsam in die Tiefe sinken zu lassen, aber Knie und Fuß in die gleiche Richtung zu bringen. Schau, dass das Standbein leicht gebeugt bleibt. Und dann dreh beide Fußspitzen nach vorne und schieb dich noch ein bisschen mehr in die Seite. Du kannst auch hier bleiben, du könntest dich auch auf einem Stuhl oder auf einem Tisch hier abstützen, wenn es höher ist, oder auf einer Fensterbank. Atme. Bleib noch eine Weile hier, schieb dein Becken nach rechts. Und dann komm in die Mitte, beug beide Knie und lass den Oberkörper hängen. Vielleicht können die Hände am Boden stützen. Vielleicht können sich die Knie strecken. Und vielleicht kannst du auch hier dein Becken nach rechts und links ein bisschen verschieben. Ja, stell dir vor, dein Steißbein hätte so eine weiße Fahne.
und die schwingt jetzt nach rechts, nach links. Du atmest, du spürst genau die Dehnung, die so ganz innen in deiner Hüfte stattfindet. Und dann beugt die Knie, nimm die Hände auf die Oberschenkel und roll nach oben. Wunderbar. Dreh die Füße wieder ein wenig auf. Geh nach links, stütze dich ab. Da wäre zum Beispiel jetzt so eine Fensterbank ganz angenehm. Kannst ein bisschen rausschauen. Oder Ellbogen auf den Oberschenkel. Oder die Hand in die Tiefe nehmen. Und das Becken, alles schiebt nach links. Atme. Achte bitte darauf, dass dein Knie wirklich über der Mitte vom Fuß gerichtet bleibt. Halte. Du kannst gerne auch hier verbleiben. Pass auf, dass dein Bein nicht total durchhängt, sondern dass du es ein bisschen hältst. Und dann dreh die Fußspitzen geradeaus. Und schieb dich noch mal ein wenig mit dem Gesäß nach links. Könnte auch ein Block helfen, falls du einen hast. Ist manchmal angenehmer, wenn man sich hier so ein bisschen aufstützen kann. Und dann beuge beide Knie und fang noch einmal an, das Gesäß nach rechts und links zu kippen. Und vielleicht kannst du die Ellenbogen halten und einfach nochmal richtig im Becken hin und her gehen, damit du wirklich an die Innenseite deiner Hüfte kommst. Innenseite, Oberschenkel, die sogenannten Adduktoren, die die Hüfte nach innen führen, anziehen. Und dann bleib für einen Moment hängen. Wenn du willst, können die Hände sogar nach hinten durch. Atmen. Tief und lang ausatmen. Hände wieder nach vorne nehmen, Knie beugen. Beine auf die Oberschenkel und rollen nach oben. Nimm die Fersen nach innen und bring beide Arme nach oben. Zieh dich nach links, nach rechts. Streck dich in deiner Taille ein wenig auf. Schau, dass deine Knie auch hier minimal gebeugt bleiben, deine Füße wirklich kraftvoll stehen. Atme ein und löse auf. Komm wieder an den Anfang deiner Matte. Atme ein, öffne die Arme. Atme aus in die Tiefe, beug die Knie. Einatmen, Rücken lang, das rechte Bein geht nach hinten, Knie zum Boden. Und dann richte dich erstmal auf und schieb deine rechte Leiste nach vorne. Und hol dir dann den linken Arm auf die Innenseite. Marschiere mit dem linken Fuß raus. Und jetzt darf der Fuß gerne nach außen zeigen und du schiebst mit deinem ganzen Körpergewicht nach links vorne. Links vorne. Wenn du sagst, du spürst hier gar nichts, dann gerne auf den rechten Unterarm kommen. Linken Unterarm, wenn du das Gefühl hast, es braucht es. Und dann bleib mal hier und jetzt lass den Kopf hängen. Nimm dir Zeit bitte für deine Atmung. Nimm dir Zeit, deinen Nacken zu entspannen, deine Kiefergelenke. Und einfach mal mit dem Mund ein paar Grimassen machen, die Stirn lösen. Dann langsam atmen, etwas hochkommen. Jetzt kann es sein, dass dir der Gurt hilft. Ich zeige dir mal, wie du ihn anbringen kannst. Und dann könntest du hier den Gurt
nach vorne ziehen, halten oder du nimmst den Fuß und ziehst ihn ans Gesäß. Ah, das zieht. Also ich hoffe bei dir auch. Und jetzt richte den Oberkörper auf und arbeite hier an deiner Dehnung deiner rechten Oberschenkelvorderseite, deiner rechten Leiste, der sogenannte Iliopsoas oder Psoas, und dehne wirklich bewusst die rechte Beckenseite nach unten, linkes Knie, linker Fuß zeigt nach außen und du kannst dich mal ganz lang machen. Atmen. Bleib noch einen Moment hier. Und dann darfst du so ganz allmählich den Fuß lösen, die Hände zum Boden nehmen. Und du kannst einfach hier die Hände wieder nach vorne auflegen. Ich nehme noch schnell mal den Gurt weg. Und du schiebst das rechte Bein zurück. Kleine Bewegung auf und ab. Und dann holst du den rechten Fuß nach vorne. Lässt dich ein wenig auslockern. Vielleicht sogar mal den Oberkörper nach rechts und links bewegen. Jederzeit gebeugte Knie auf den Oberschenkel noch aufstützen, ist immer eine Option. Einatmen, komm über die Seite hoch. Mach dich nochmal ganz lang. Atmen. Spüre die Kraft im Bauch, die Kraft im Beckenboden. Atme aus, komm tief. Einatmen, Hände ans Schienbein. Nimm das linke Bein zurück. Setz das Knie ab. Bleib erstmal hier ein wenig. Schieb dich raus. Die Hüfte nach vorne. Und dann bring den rechten Fuß nach außen und schieb dein rechtes Knie nach vorne außen in die Länge. Auch hier fühl dich frei, deine Position zu finden. Vielleicht ist der linke Unterarm unten, vielleicht auch auf einem Block besser aufgehoben. Vielleicht der rechte Ellenbogen auch. Wenn es unangenehm ist oder zu stark dehnt, bitte bleib in einer angenehmeren Position und dann lass den Kopf hängen und atmen. Vielleicht kannst du mal so eine Skala nehmen, wenn die wenigste Dehnung Nummer 1 ist und die extremste Dehnung Nummer 10 ist, dann wäre es wunderbar, wenn du jetzt irgendwo bei 7 oder 8 bist. Atmen. Richte dich dann wieder auf und wenn du willst, kann natürlich jetzt hier auch wieder der Gurt dir helfen, indem du den Unterschenkel herziehst oder den Fuß so nehmen kannst und dann richte den Oberkörper auf. Wenn du magst, zieh die Ferse ans Gesäß und dann streck dich in die Länge. Und geh immer wieder mit deiner linken Hüfte in die Tiefe. Bleib hier und atme weiter. Ich hoffe, du spürst eine Dehnung. Denk an die Skala. Wenn du gerade bei 10 bist und die Zähne schon zusammenbeißt, dann ist es absolut zu viel. Reduziere die Dehnung. Bleib in deiner Atmung. Und dann kannst du wieder lösen, die Hände zum Boden bringen, den rechten Fuß wieder gerade richten, streck dein linkes Bein und komm mit dem linken Fuß nach vorne. Und dann lass den Oberkörper auch wieder ganz entspannt hängen. Vielleicht magst du hier mal für 5 Atemzüge einfach bei dir bleiben. Vielleicht kann noch ein Teil in dir loslassen. Keine Werte in dem Sinne, oh, ich komme nicht so tief oder so. Nimm das an, wie es ist.
Dann beuge die Knie. Bring die Arme über die Seite hoch. Und verschließe die Daumen und streck deine Vorderseite. Stell dir vor, die Knie aktivieren, steiß Bein reinziehen, Bauch und dann weit nach oben. Stell dir richtig vor, dass hier diese Vorderseite ganz, ganz lang gezogen wird, sodass du das Gefühl hast, alles, was hier vorne an der Leiste ist, darf sich nach oben strecken. Ausatmen, verschränk die Hände hinter dem Rücken, komm in die Tiefe und dehne für einen Moment auch die Schultern. Und du kannst gerne ein wenig hier bleiben, einmal das rechte Knie stärker beugen, einmal das linke Knie, einfach im Wechsel. Spür, wie es deinem Nacken geht, was können die Hände noch erreichen, wo ist es schon wieder zu viel? Wie schaut es aus mit deiner Atmung? Und dann bleib in der Mitte und lass beide Arme absinken. Kopf ein wenig loslassen. Und damit Adha Uttanasana. Hände gerne an die Schienbeine. Und du kommst auf beide Unterschenkel, das heißt rechtes Knie zurück, linkes Knie zurück. Und du fängst an, hier jetzt erstmal im Becken ein wenig zu kreisen. Quasi so rund um die Hüftgelenke, dich zu bewegen. Andere Richtung. Bauch mit einbeziehen, Rücken mit einbeziehen. Und aufrollen, komm wieder quer zur Matte und bring dein rechtes Bein nach außen, so dass die Fußspitze nach vorne zeigen kann. Hände wieder am Boden und es kann jetzt sein, dass du ein bisschen Platz nach rechts brauchst. Ich gehe zum Beispiel jetzt deswegen ein wenig weiter zur Matte hier und dann geht der Oberkörper und die Hände mit. Achte bitte auch auf das Knie. Wenn das Knie ein großes Problem hat, dann nimm den Fuß etwas nach innen. Wenn gar nicht, dann nimm den Fuß eher leicht nach außen. Also so nicht nach außen, sondern so, dass die Fußspitze nach außen zeigt. Aber bitte sei achtsam hier innen, in den Knie, in den Band, in den Meniskus. Deswegen bleibe ich auch innen, weil mir das einfach sinnvoller ist für meinen Körper. Du darfst dich hier aushängen, du darfst auf die Unterarme gehen und du darfst jetzt wieder den Kopf hängen lassen. Bleib mit deinem Gesäß oder mit deinem Becken zwischen dem linken Knie und der rechten Ferse. Atme. Zieh dich auseinander an den Innenseiten. Atme weiter. Kontrolliere wieder die Schultern, den Sitz der Schulterblätter. Qualität deiner Atmung. Und dann darfst du nach oben kommen. Bei mir fühlt es sich dann immer so ein bisschen ausgeleiert an. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ist. Und hol den Fuß zurück. Beug das Knie. Komm nach oben und strecke die Leiste. Schieb sie ein bisschen nach vorne, dass du wirklich das Gefühl hast, hier Länge zu haben. Meistens haben wir hier so einen Knick. Streck es mal aus. Gerade wenn du viel sitzen musst oder darfst, solltest du solche Sachen wirklich regelmäßig in den Alltag einbauen, damit einfach die Hüfte aktiv bleibt. Wir wechseln die Seite. Also ich gehe ein bisschen nach rechts, nimm den linken Fuß, zeig mit der Fußspitze nach vorne, bring das Becken wirklich hier zwischen Fuß und Knie. Dann darf ich auch gerne ein wenig zur Seite kommen, durchstützen, atmen. Jetzt liegt es wieder an dir. Kannst du hier oben bleiben oder bist du auf die Unterarme? Meine Matte gibt noch ein bisschen nach, deswegen geht es noch ein bisschen weiter mit der Dehnung. Überleg dir, wo ist der rechte Fuß? Bei mir ist er wieder ein bisschen innen. Und dann tauch wieder ab nach innen in deinen Körper. Spür diese Bewegung innen im Beckenbereich, Beckenboden, dann Richtung.
Lass den Rücken nochmal sich richtig strecken. Bleib mit dem Gesäß immer noch zwischen dem rechten Knie und der linken Ferse. Und dann komm wieder nach oben. Richte dich einmal ganz locker auf. Prima. Und schon sind wir in Rückenlage. Das heißt, ich lasse mich einfach mal umrollen. Das erste, was ich mache, ist eine Mobilisierung. Ich kippe mit ganz offenen Knien von rechts nach links. Und dann bleibst du in der Mitte. Lass dein rechtes Bein stehen. Nimm den linken Knöchel hier nach oben. Besser gesagt hier rüber. Drück dein Knie ein bisschen weg. Und jetzt haben wir viele Möglichkeiten. Wir können das Bein einfach hier anheben. Vielleicht, wenn es sehr große Schwierigkeiten macht, dann hier den Fuß in den Gurt binden. Und einfach hier das Bein halten. Oder zwischen die Beine greifen. Und da ist manchmal der Kopf so ein bisschen schwierig. Also wenn der nicht einfach nach unten gehen kann, kann man sich mit einem Kissen oder einem Block helfen. Und dann bleibe hier und atme. Wenn du willst, kannst du dein rechtes Bein strecken. Ein tiefer, kraftvoller Atemzug. Und dann bau einfach ab. Das rechte Bein, die Hände. Und stell wieder beide Füße auf und kipp einfach die Knie wieder hin und her. Lass uns das Ganze auf der anderen Seite wiederholen. Der linke Fuß steht. Der rechte Fuß kommt oben drüber. Du hast wieder die Wahl. Entweder hier das Bein halten. Ich persönlich finde es auch toll, wenn jetzt dieser Fuß irgendwo an der Wand anliegen kann oder an einem Schrank, also der linke. Oder du nimmst die Hände, greifst im Oberschenkel und überlegst dir, ob dein Kopf wieder auf das Kissen darf. Und dann bleib hier und atme. Die Schultern gehen in die Tiefe, der Hals bleibt lang. Löse überall die Spannung, die unnötig ist oder die nachgeben kann. Und sollte es problemlos gehen, darfst du dein linkes Bein nach oben strecken. Denk an deine Atmung. Lass wirklich die Atmung weiter fließen. Wenn du merkst, du hältst die Luft an, dann überlege gerade, ob irgendwas nicht optimal ist für dich. Und dann darfst du gerne das Bein, die Hände und das andere Bein lösen. Schüttel aus. Du kannst dir jetzt deinen Gurt, dein Handtuch oder deinen Gürtel, was auch immer du gefunden hast, nehmen und du gehst um den Fuß vielleicht vom Großzeh-Grundgelenk zum Kleinzeh-Grundgelenk, also hier am Ballen.
Und der Vorteil von so einem Gurt ist, dass man die Arme verlängern kann. Das ist, glaube ich, wirklich eine super tolle Erfindung. Das linke, also das andere Bein, streckt sich. Schau bitte, dass es gerade liegt. Und du kannst hier natürlich greifen, wie du möchtest. Ich greife gerne immer mal beide Gurte. Und fange jetzt einfach mal an, mein Bein so leicht zu kreisen. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur spüren. Wo ist die Dehnung für dich sinnvoll? Also wo spürst du was? Ich spüre zum Beispiel sehr genau etwas, wenn ich mein Bein nach innen hier hole. Dann spüre ich hier so ein bisschen diese Außenseite. Deswegen bleibe ich hier und atme weiter. Ich versuche auch mein Becken immer im Boden zu halten, dass es nicht kippt, sondern dass ich wirklich die Dehnung hier an der Rückseite und Außenseite habe. Und dann greifst du um, das heißt, ich nehme jetzt meine rechte Hand, ich nehme etwas mehr Gurt und führe mein Bein nach rechts. Bleibe mit dem linken Becken liegen, das ist schwierig, manchmal kippt man, also bleib hier liegen und überleg dir einfach gut, wo du den Gurt hältst. Atme. Ich strecke sogar mal den linken Arm in die Gegenrichtung, dann habe ich das Gefühl, ich kann leichter hier in dieser Mitte bleiben. Wir brauchen wie immer eine kleine Portion Kraft, um uns zu halten, und eine kleine Portion Dehnung, um weiterzukommen. Im nächsten Einatmen holst du dir das Bein zurück. Und du kannst jetzt gerne einfach wechseln, indem du dein linkes Bein hier hineinbringst, das rechte Bein wegschiebst. Für den Anfang wieder den Gurt am Ballen, die Hände weit und du fängst an zu kreisen. Ganz egal, ob die Bewegung jetzt heute hier bei dir ist, hier vorne, innen, außen oder weiter oben. Spür einfach mal, mach ruhig die Augen zu und vielleicht findest du irgendwo einen Punkt, wo du sagst, oh, da zieht es, da lohnt es sich, dass ich bleibe. Das Becken bleibt am Boden, das Bein streckt sich, die Schultern entspannen sich, die Gesichtszüge bleiben weich, die Atmung ist da. Und dann greifst du mit dem linken Arm in den Gurt, schaust dir, ob du es verlängerst, bleibst im Becken hier und bringst dein Bein nach außen. Ich lege jetzt den rechten Arm nach außen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann mich hier besser halten. Ich verlängere mein rechtes, also das untere Bein, bleib mit dem Becken am Boden, streck meine linke Innenseite, lass den Kopf liegen und atme weiter. Die nächste Einatmung kann uns wieder nach oben helfen, den Gurt lösen, die Beine ausstrecken und jetzt mal gezielt hier in der Hüfte lang ziehen, hier in der Leiste, die Arme nochmal lang ziehen. Und dann hol die Fußsohlen ran. Und schaukel einfach von rechts nach links. Lass die Knie bewusst nach außen wippen. Atme.
Und dann schließ die Knie. Leg den Rücken nochmal auf den Boden auf. Hol dein rechtes und linkes Bein nach oben und drück die Knie an der Außenseite runter. Schau, dass der Fuß über dem Knie ist, also nicht hier unten dran, sondern hier oben. Und dann kannst du so ein bisschen Breite in die Füße nehmen, in die Knie nehmen, in die Schultern nehmen. Und jetzt versuch mal, deinen Schultergürtel am Boden zu halten. Brustwirbelsäule ist bestimmt sehr leicht, aber das Becken wieder in den Boden zu drücken, ist nicht so einfach. Atmen. Deine Gesichtszüge sind ebenfalls sehr weich, sehr entspannt. Du hältst mit den Händen nur das, was notwendig ist. Wenn es Schwierigkeiten macht, kannst du jederzeit auch hier die Unterschenkel nehmen oder einfach nur hier die Oberschenkel fixieren. Also fühl dich frei, deine Position zu finden. Und dann schließ die Füße und schaukel nochmal ausgiebig nach rechts und links. Bitte dreh den Kopf in die Gegenrichtung. Atme weiter. Und dann leg den Rücken komplett wieder am Boden ab. Schiebe die Beine nach vorne. Lass sie fallen. Leg die Arme in die Seite. Und jetzt lass die Füße so ganz locker nach außen wegschütteln. Raus, raus. Die Knie, die Oberschenkel. Atmen. Und dann lässt du sie irgendwann außen fallen. Zack. Zieh den rechten Arm, den linken Arm in die Länge. Zieh die Halswirbelsäule in die Länge. Und du kannst deine Atmung genießen, deine Länge spüren, deine Schwere wahrnehmen, vielleicht auch die Länge in der Leiste. Und jetzt gönne dir noch 5 sehr ruhige Atemzüge. Dein Moment. Die nächste Atmung bringt dich ins Räkeln, als ob du gerade geschlafen hättest und sagst, ach, guten Morgen. Räkel dich, gerne strecke dich. Und dann komm über die Seite. Komm in einen Sitz, der dir gut tut. Ich benutze sehr gerne einen Block, weil er einfach für meine Hüftgelenke deutlich angenehmer ist, als wenn ich ganz am Boden liege. Dann finde die Bewegung oder Position für deine Beine. Lass erstmal die Arme nach unten gehen. Kann auch sehr gut sein, wenn du anders sitzt, dass die Hände jetzt weiter außen sind am Boden. Und dann beweg mal ganz in Ruhe den Kopf von rechts nach links. Ein Ohr geht zur Schulter, das andere Ohr geht zur Schulter. Dein Brustkorb richtet sich auf. Und dann lass den Kopf in der Mitte nach unten sinken. Deine Schultern gehen zurück, die Arme gehen nach hinten. Wer will, kann auch die
Finger ineinander verschließen. Und in der nächsten Einatmung löse die Hände, streck dich nach oben. Bring die Hände am Stirnchakra, am Brustbein, am Herzchakra vorbei. Und lass uns noch einmal einatmen. Leg die Hände auf dem Brustbein ab, lass die Stirn nach unten sinken und nimm dich wieder wahr, so wie du jetzt da sitzt. In deiner Atmung, in deiner Ruhe, in deiner Vollkommenheit, so wie sie ist. Ich grüße dich. Namaste. Danke. Schön, dass du mitgemacht hast. Von ganzem Herzen schicke ich dir ganz viele Grüße.